Beide Maschinen AK voraus, hart Backbord auf 107 Grad gehen. Anlauf beginnt. Achten Sie mir auf den Schmierdruck! Bug rechts, Lage 50. Eingestellt. Entfernung 2200. Da, die zweite sich überlaufen. Doppelschuss auf den Dicken. Die anderen Einzelschüsse. Ziel aufgefasst. Feuerbord 15. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Schaltungsrohr 1 und 2. Neue Lage 63. Eingestellt! Steht! Lage laufend folgen. Deckung! Rohr 1 und 2. Feuererlaubnis. Rohr 1 und 2 fertig. Rohr 1 und 2 sind fertig. Rohr 1, los! Los! Rohr 2, Rohr 2, los! Los! Rohr 3, Feuererlaubnis. Rohr 3, fertig! Rohr 3 ist fertig! Rohr 3! Rohr 3! Los! Los! Rohr 3 ist gefallen! Rohr 4! Fertig! Rohr 4 ist fertig! Rohr 4! Rohr 4! Los! Los! Zerstörer voraus! Langsam. Vorne unten 15. Hinten um 10. Was mit den Torpedos? Abwarten. Gleich geht der Tanz los. Oder 10. Scheiß Torpedos. Steuern falsch, die Biester. Wohl wahnsinnig, der Alte, wa? Einfach rauf und ran. War ja ein Schnellbootangriff. Jetzt reißen sie uns den Arsch auf. Den hat's erwischt. Weiter! Wir wollen uns, wir haben ihn! Ja! Zeit um für dritten Torpedo. Nummer 3. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die Abrechnung. Na,
45 Grad. Verändert sich. Wandert nach links. Wird leise. Steuerbord. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Oder liegt halt Steuerbord. Beide Maschinen gehen halbe Fahrt voraus. Achte aus. Weit achte aus. Die spucken an der verkehrten Stelle. Sind wir noch nicht los. Jetzt sind wir wohl auch ein bisschen in der Bitte. Zerstörergeräusche. Wir haben 270 Grad. Wir haben lauter. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Beide Maschinen gehen kleine Fahrt voraus. Na also. Ortungssystem. Ultraschall. Schweine. Verfluchte Schweine. Schäden? Luftschacht gerissen. Psst, leise. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Thank you.
Durch Kalibatoren lüften. Raumlüfter anstellen. Kalibatoren zuschalten. Aber genau wissen. Was ist denn los? Feierabend? Die haben wir schön erwischt, was? Fragepeilung. 50 Grad. Wird lauter. Doch. Noch tiefer, Ellie. Drei den Steuerbord. Schlagen wir noch mal einen Haken. Oder besser ein Häkchen. Vorne unten liegen lassen, hinten oben 10. Oder liegt Hartz-Steuerbord? Auf 90 Grad gehen. Scheiße! Zweite Schraubengeräusch in 60 Grad, kommt schnell näher! Verstärkung.
Diese Schweinehunde. Sehen. Hinten oben 7. Meter. 230 Meter.
bleibt ihr denn? Wo bleibt ihr mit den Unterlegscheiben? Da! Torpedo-Luke macht Wasser! Hier nimm! Da will ich alle Lupe! Kufus her! Kufus her, Mario! Wer viel schmeißt, hat bald nichts mehr. Wassereinbruch über Abgasklappe. Wo oben? 150 Meter bei der AK. Stoppdruck ist wieder dicht. Gefechtsstation. Sofort. Verdammt nochmal, drehen Sie nicht durch! Zurück! Zurück, Johann. Er ist weg, Herr Kallein. Ausgerechnet, Johann. Ekelhaft. Schamlos. Lass mal, Heinrich. Wir hören's auch so. Na dann kommt. Come on.
Notieren Sie mal fürs Kriegstagebuch. Ackerlein? Nach 6 Stunden Schleichfahrt scheint sicher, dass Zerstörer uns verloren haben. In recht weisend 210 Grad, sehr starker Feuerschein. Vermute der von uns angeschossene Tanker. Wie ist notiert, Herr Kalorien? Hinten oben 5. In 10 Minuten auftauchen. L.E. Warschau. Rotlicht einschalten. Erste Seewache sich klar machen. Tja, Herr Leutnant. Sie haben uns nicht gekillt. Teufelskerl, der Leitende. Hat in Maschinenräumen gefuhrwerkt wie ein Wahnsinniger. Mit Bordmitteln repariert. Was der Himmel, wie der das macht. Vorschiff alles wieder dicht. Torpedos sind nachgeladen. Gut, Lamprecht. Das Rückgrat gebrochen. Verdammt zäher Pott. Säuft nicht ab. Na, dann wollen wir mal ins WO. Uzo auf Brücke. Fangschuss, Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 wird bewässert. Rohr 1 ist klar zum Überwasserschuss. Gegnerfahrt 0. Eingestellt. Entfernung 650 Meter. Eingestellt. Tiefe 4, Torpedogeschwindigkeit 30. Haltepunkt. Kurz vor achterem Mast. Rohr 1. Fertig. Rohr 1 ist fertig. Rohr 1. Rohr 1. Los. 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 Thank you.
an Bord! Da! Warum hat die keiner vom Schiff geholt? Verdammt nochmal! So viele Stunden! Beide Maschinen, halbe Fahrt zurück. Musste sein. Nicht schön, sowas. Aber musste sein. Warum? Wie bitte? Warum musste es sein? Weil ein Boot wie unseres kaum für die 50 Mann ausreicht, die hier gebraucht werden. Wie viele Schiffbrüchige hätten Sie denn aufgenommen, hä? Ein? Zehn? Hundert? Wir haben den Befehl, Schiffe zu versenken, wo wir sie finden. Alles andere können Sie die Herren fragen, die diesen Krieg angefangen haben. Funksprecher, Karl-Heinz. Vorlesen. Drei Dampfe versenkt, Geleitzug in Gruppen und Einzelfahrer aufgelöst. Kühlung abgerissen. Stoße nach, in 30 Grad. 212. Wenzel. Nicht schlecht. Gubsch hat Kühlung im selben Geleitzug. Stackmann hatte Treffer auf 6000 Tonner. Ganz schönes Schlachtfeld. Ob wir da noch mal rankommen? Schwer. 5 Stunden AK-Fahrt mindestens. Der Brennstoff. Wir können doch nicht. Ja, ist ja gut!
Wann kennen wir Makaloin? Wenn ich den Befehl dazu gebe, Herr Obersteuermann. Entschuldigen. Da gibt's nichts zu entschuldigen. Sie haben in einer kritischen Situation Ihre Gefechtsstation verlassen. Außerdem haben Sie sich meinem Befehl widersetzt. Komm ich vors Kriegsgericht, Herr Kalloin? Ihre wievielte Feindfahrt ist das? Die neunte. Ausgerechnet Sie, Johann. Mir ist das noch nie passiert, Herr Kalloin. Ich war... Irgendwie ist mir die Sicherung durchgegangen. Die Nerven. Es wird nicht wieder vorkommen, Herr Kalloin. Sie können sich auf mich verlassen. Ich schwör's. Schon gut, Johann. Kein Kriegsgericht. Die Erlösung. Nach 56 Seetagen. Wir sind auf Heimatkurs. M. Offizier! Das kriegen wir schon hin. Das ist die Schotterführung. Wird schon gehen. Morgen, Herr. Morgen, Herr Kalloin. Nimm mal los, weil wir über Offiziersfunk sprechen. Was Geheimes. Dank einer Sonderveranstaltung. Aber nicht mit uns. Unser Schlitten ist werftreif. Ganz abgesehen vom Brennstoff, der reicht sowieso nicht bis La Rochelle. Die letzten 100 Meilen... Wenn wir segeln. Schon gut, Ellie. Hoffentlich wird's bald. Na, was ist? Kommandantenspruch.
Reiner nieder. Dreifach verschlissen. Eins W.O. Herr Kalloin? Kommen Sie mal her. Sehen Sie sich das mal auf der Karte an. Jawohl, Herr Kalloin. Spezia. Wie bitte? La Spezia! Leiden Sie neuerdings an Schwerhörigkeit, Herr Lee? Das liegt doch... Italien, ja. Mittelmeer. Der Brennstoff. Versorgung in Vigo. Spanien. Treibstoff, Aale, Proviant, alles. Herz, was willst du mehr? Bis Vigo sind 200 Meilen weniger. Schaffen wir also auch ohne Segel, Nelly. Bist doch aufmerksam an der Führung. Denken an alles! Steuerbord 15. Auf 130 Grad gehen. Gibraltar. Meine Fresse. Weihnachten in La Rochelle. Mal so richtig wieder einen wegstecken. All die süßen Blitzmädchen. Die Nachrichten ziehen. Die Carbonnütchen. Rammen, da die Fetzen fliegen! Ein schöner, langsamer Nachmittagsfick. Miep, miep, miep. Mal hier. Oh, Sie müssen hören. Leider wird's nichts mit La Rochelle. Wir haben einen neuen Einlaufhafen bekommen. La Spezia. Liegt bekanntlich im Mittelmeer. Vorher Brennstoff- und Materialergänzung in Vigo. Das liegt in Spanien. Ende. Die haben wohl einen Arsch offen. Scheiße, Scheiße. Nicht mit denen wegstecken. Keine Nachrichten zicken. Keine Carbolnütchen. Scheiße, du Pferde! Mann! Weihnachten bei den Macaronis, habe ich mir schon immer gewünscht. Erstmal hinkommen, du Ochse! Hinkommen zu den Macaronis! Wieso? Wieso? Gibraltar! Kannst du wohl am Arsch abfingern, was da ist? Das ist irgendwie eine Jungfrau. Wenn wir da durch wollen, können wir unseren Kahn mit Vaseline einschmieren.